Sieht nicht schlecht aus, hä? Was sagt ihr? Servus, ich bin der Simon und das ist wieder eine Folge der United States of Redstone. Ich wünsche euch einen fröhlichen Faschings-Dienstag. Und ja, leider kommt schon wieder am Dienstag ein Video. Das soll nicht zur Gewohnheit werden. Trotzdem viel Spaß. Wir wollen heute nämlich wieder die Linien ein bisschen verschieben. Das haben wir das letzte Mal schon ausgemacht. Und was wir auch noch machen wollen, das ist so ein bisschen Überraschung für euch. Das werdet ihr schon sehen. Das wird jetzt ein kleines neues Großprojekt. Dann würde ich sagen, wir starten direkt damit, die Linien zu verschieben und zu verbessern oder keine Ahnung was. Und dann melde ich mich gleich wieder. Die letzte Karte und damit, ihr habt es schon gesehen, ist es fertig. Wir haben alle Linien jetzt umgezogen. Wir können das dann vielleicht erweitern, aber jetzt seht ihr hier, wir haben hier einmal eine Map von unserer ganzen Welt. Hier ist ziemlich viel Wasser. Mal schauen, vielleicht können wir da noch was Cooles hinbauen. Ja, und da seht ihr auch eben hier der Berg, da ist noch alles frei, da ist hier eben, seht ihr genau entlang der Karte, da ist hier so ein weißer Rand, hier ein grauer. Das heißt, wir haben jetzt überall eine Begrenzung, außen um grau und in der Mitte weiß. Und das passt alles genau auf eine Karte. Somit hätten wir das auch fertig, somit ist das Bussystem eigentlich fertig, da können wir jetzt schön in Sektoren eingliedern. Es sind zwar 3 Sektoren mehr, aber dafür sieht es auch schöner und besser aus. Und was bei unserem Bussystem ja so cool ist, sind ja nur Schilder, die können wir dann erweitern, da könnten wir hier noch etwas dran machen, wenn wir da mehr Platz bräuchten. Wir könnten rein theoretisch hier 2 Karten dran machen für den Hafen, den wir das letzte Mal gebaut haben. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut euch gerne mal den Hafen an und wie ich den gebaut habe. Ich dachte mir hier so entlang der Straße, also hier die Hauptstraße, die ist ja schon ziemlich gut bebaut, aber hier auf der Seite fehlt es mir noch ein bisschen. Und zwar, ihr seht schon, hier kommt dann wahrscheinlich eine Kurve hin, da ist dann schön Platz für etwas ganz Besonderes. Etwas, das ihr vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen YouTuber gesehen habt, aber ich finde es einfach so cool, dass das in Minecraft geht. Deshalb wollen wir das auch nachbauen. Und wir wollen das ein bisschen besser bauen, als das so manch anderer gemacht hat. Wir werden heute also die Technik dafür bauen. Das drumherum, das werden wir nächste Folge machen. Also abonniert uns gerne, damit ihr so etwas nicht verpassen könnt. Das könnten wir gut gebrauchen. Aha, da brauchen wir dann ganz viele verschiedene. Wir werden jetzt das Ganze so machen, dass wir hier ein bisschen rausbutteln. Jetzt ist die Frage, wie viel Platz wir brauchen. Das ist schon mal der Boden. 1, 2, 3, die erste Etage. 1, 2, 3, die zweite. Und 1, 2, 3, die dritte. Sieht nicht schlecht aus, hä? Was sagt ihr? Ich zeige es euch einmal vor und dann werde ich das auch selbst ein bisschen nachbauen. Wenn wir jetzt hier einen Spender haben. Keinen Werfer, sondern eine Spende. Das habe ich euch schon mal erklärt. Und hier ein Item drin ist, eine Redstone-Fackel in dem Fall. Dann ergibt das hier einen Output. Das ist in dem Fall 1. Wenn das jetzt aber andersherum ist, dann kann es hier entweder die Fackel oder das Boot werfen. Das ist random. Und das ist das Gute daran. Jetzt kommt einmal 1 raus und 1, ja, 3. So können wir das random herum experimentieren. Und genau das werden wir nutzen, um einen Musikgenerator zu bauen. Das ist zumal das Grundprinzip. Hier gesagt, die ersten 2 sind der Boden. Dann brauchen wir hier eigentlich eine Plattform. Die können wir uns ganz schnell auffüllen. Ah, das ist sogar besser. Wir machen das. Okay, wir machen es jetzt mal hier. Okay, jetzt haben wir hier eine Reihe an Birch Blanks. Und darauf könnten wir schon etwas platzieren. Aber das machen wir noch nicht jetzt. Da kommt jetzt die Grundsinfonie hin. Das. Und zwar kann man ja mit Notenblöcken, jetzt habe ich den Weg gemacht, mit Notenblöcken Noten erzeugen in Minecraft, ganz was Neues. Und ich kann das auch einmal einschalten. Auf Birke ist das nicht so cool. Ihr merkt schon, auf welchem Untergrund es ist, desto anders klingt es auch. Und wenn wir jetzt hier, das klingt jetzt schon einigermaßen gut. Jetzt werden wir das Ganze hier unten einmal vorbauen und dann werdet ihr das in einer Timelapse sehen.
jetzt habt ihr es also gesehen. Ich habe die Notenblöcke noch ein bisschen getuned sozusagen, also gestimmt, so muss man das eigentlich sagen, damit das auch gut klingt. Allerdings, ihr seht es hier, da fehlen noch ein paar Fackeln, die nach oben gehen. Und wenn das fertig verkabelt ist, dann funktioniert das eigentlich schon soweit. Das heißt, wir haben unseren Job für heute eigentlich jetzt schon wieder erledigt. Das ist schnell gegangen, muss ich sagen. Nächstes Mal werden wir da dann eine Konzerthalle bauen. Aber sagt es keinem weiter. Wenn ihr das Video also dann nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Hier haben wir eigentlich nur einen Auswählmechanismus, der auswählt, was passiert. Also das, was sie oben gebaut haben und dann halt einfach ganz oft hintereinander. So werden random dann die Töne abgespielt und ausgesucht. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Schaut euch also gerne das Video an mit dem Hafen, das ihr jetzt hier eingeblendet seht. Was, das haben wir das letzte Mal gemacht und diese Verwandlung, die war echt cool. Das war es jetzt von mir und ciao.